geht die VA Übermacht zu bestehen und einen Tagessieg herauszufahren. Das wäre ein Riesenerfolg für den jungen Mann aus Leverkusen. Der hat auch hart dafür gekämpft, hat immer wieder investiert, hat sich von technischen Rückschlägen nicht beeindruckt oder zurückwerfen lassen. Und hat hunderte von Stunden Arbeit in die Antriebstechnik seines Wolfsburgers gesteckt. Den Sieg perfekt mit einer 9,77 auf 1,35 und gewinnt er gegen die 10,8 des Fake Masters Peter Speck.